Hallöchen. So, zurück. Genau, willkommen zurück. Der Timer ist aktiviert. Sehr gut. So, ja, in der letzten Folge haben wir sehr viel erreicht. Du hast alles gebaut, ich habe die Bäume auch mit eingesammelt. Ja klar. So ist es ja. Perfekten Teamwork. Haben wir eine richtig geile Basis aufgebaut. Jo. Mit einem Wildschwein. Das war das Wichtigste. Genau. So, ich werde mal für uns was zu essen kochen. Weil die Bäume gefällt werden. Gefällt werden. So. Ist echt ein schöner Ort hier. Ist echt eine geile Location. Könnte ich direkt Urlaub machen. Na gut, das vielleicht nicht, aber. Ja, stimmt. Wenn die eigene Wohnung nicht da war. Genau. Ansonsten nicht schlecht. Auf jeden Fall. So, ich habe uns jetzt mal hier einen Lurch und einen Hasen auf den Grill gelegt. Super. Boah, wie viel Holz. Brauch noch einen Schildkrötenpanzer, da können wir hier so einen Wasserkollektor bauen. Genau, das ist wichtig. Finden wir nur am Strand, leider. Logischerweise aber trotzdem. Also die Stöcke habe ich schon zusammen. Das ist super. Ist auch nicht so schwer, um Waldstöcke zu finden. Wobei, es ist gar nicht mal so leicht. Du bist jetzt einfach da. Ja, geil. Muss mich kurz ausruhen. Ist richtig. Nee, meine Freundin und ich, wir wollen nämlich demnächst zelten und Stockbrot essen. Aber solche blöden Stöcke muss man erstmal finden. Ja, das stimmt. Mensch. Alter, das Wildschwein ist einfach durchgegangen. Alter, dieses Dreckswildschwein, ich wäre blöd. Die rennen einfach durch unser Haus durch. Du wirst es töten. Nee, da hätte ich jetzt unsere Mauer kaputt gemacht. Nein, das rennt weg. Hier, du Wildschwein. Ist ganz schön zäh. Hä? Was denn? Ich hab irgendwie einen Baum jetzt weggemacht, aber irgendein Busch, keine Ahnung, was es war. Alter. Nein, das Feuer ist aus. Och nö. Bau mal bitte ein besseres, so ein Steinfeuer. Das wäre besser, ne? Das geht nicht mehr. Ich kann das also irgendwie kaputt machen. Hey, dieses Wildschwein. Eat. Dein Essen liegt jetzt hier einfach rum. Okay, oder? Ich esse es jetzt. Ich kann da noch viel mehr machen, aber wir brauchen halt jetzt Feuer, also Stein vorher gehabt ist. Hier. Genau, Fire Pit, ne? Jo. Was ist Bonfire oder Bone? Nee, Bonfire. So ein Stockfeuer, glaube ich. Okay. So viel Aufwendig, na, keine Ahnung. Ich baue so ein Steinding. Wo bauen wir das denn hin? Fertig. Wieder bei der Bank, ja. Aber das alte Ding ist im Weg. Das ist mega nice hier oben, ne? Cool. Können wir auch was entbauen? Noch mehr Water Collector. Mein Essen ist fertig, ey. Ach, endlich. Können wir diese blöden Feuer irgendwie wegmachen? Ne, die gehen, glaube ich, automatisch weg. Okay, gut. Jetzt weiß ich endlich mal diese scheiß Steine los, ey. Es fehlen genau zwei. Oder? Was, zwei? Zwei Steine? Genau, hab schon zusammen. Ich hab auch einen. Ja, mach du ruhig. So, yay. Mache die Büsche kaputt. Ganz schön abgeholzt, die Gegend, ne? Ich geh mal kurz hier runter an den Strand und schau mal, ob ich einen Panzer oder sowas. Eine Schildkröte, ja, das wäre super. Ja, man kommt schon mit der Zeit wieder rein. Oh, hier ist eine Schildkröte. Muss sie die erst tot machen? Ja. Och nö. So. Auf den Kopf schlagen.
Ach, die Arme. Ja. Kannst du nichts machen. Ihr Leben rettet zwei weitere Leben. Ja, genau. Nein, man könnte ja bestimmt auch nicht irgendwie was anderes dafür nehmen. Man müsste einen Schildkrötenpanzer nehmen. Das ist echt so. Ich habe ja auch keine komische Metallschüssel in meinem Inventar, die man auch nehmen könnte. Die bekommt man irgendwann bei Zelte oder so. Ich hab schon eine, ich weiß nicht, was man damit macht. Kannst du aufs Feuer stellen und Wasser kochen, glaube ich. Aha, cool. Also das Ding ist schon mal fertig, jetzt muss nur noch regnen. Ja. So, also für jedes Wildschwein, was ich hier sehe, spende ich 1 Euro an die Wildschwein, Wildschweinhilfe in Deutschland. Gibt's bei uns eigentlich Wildschweine? Ich denke schon, oder? Ja, aber nicht so gehäuft. Denke ich mal. Keine Ahnung, ich züchte die ja nicht. Noch nicht. Neu. Noch nicht. Habt ihr da etwa Pläne? Ja. Das ist ja voll die Marktlücke. Eine Wildschweinzucht. Ich lag den Baum auf der anderen Seite, dann fällt er mir nicht in die andere Richtung. Ah. Ist ja doch ein bisschen Physik hier drin, ne? Ja. Aber eigentlich falsche Physik, weil da fällt dann die andere Richtung. Ja, wo ich kenne mich jetzt nicht bei der Physik von Bäumen fällen so richtig aus. Na, du fällst unten an der, also an irgendeiner Stelle und dann fällt er ja in die Richtung, wo du reinhaust. Eigentlich ja schon, ne? Aber ich weiß es nicht. Vielleicht kräft er das gleich. Ich meine, der Baustein ist jetzt auch nicht so leicht. Ne? Oh, es ist fertig. Krass. Weiß ich nicht, da müsste ich mal jemanden fragen. Echt cool, oder? Ja, kann man doch mal ein bisschen drauf bauen. Weiß ich nicht. Aber ich würde erstmal einen Ausguck machen. Ist auf jeden Fall richtig. Weil es sieht einfach nur geil aus. Bone-Fans. Was bauen wir denn mal noch in die Ideen aus? Wo es ja noch so viel gibt. Sehr viel. Was kann man denn noch so bauen? Custom Building. Eine Tree Bridge können wir bauen. Theoretisch können wir. Geht das von. Oh, das geht schon. Geil. Warte mal. Für so ein Gazebo brauchst du 300. Ah, ne, 30 plus. Ich dachte schon 304. Das wäre ein bisschen krass. Das war echt krass. Warte mal gucken, ob das funktioniert. Das wäre mega geil. Ich gucke mal nebenbei, wie das hier alles so funktioniert. Wir müssen das ja auch mal zeigen. Wie man hier einen Zaun baut. L drücken. Also linke Maustaste. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich das will. Ah, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann man jetzt so ein bisschen connecten, oder? Meinst du? Zäune? Hab ich jetzt. Zäune, ja. Ein Knochenzäune, ne? Ich glaube, davon haben wir jetzt erstmal genug Knochen, ne? Ja, ich glaube auch. Ich will das jetzt mal von hier. Dann hier so ransnippen. Na, will er nicht so richtig. Ich kann die nur direkt miteinander verbinden, naja, gut. Okay, man braucht doch ganz schön viel Knochen. Liegen aber noch mehr rum, ne? Ich habe auch noch mehr. Ja, die kommen schon wieder die Ureinwohner. Den mangelt es ja nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Die spawnen auch nach, ne? Ja, alles klar. Ist ja blöd. Obwohl eigentlich nicht. Eigentlich ist es gut, ja. Was könnte man denn noch bauen? Pre-Plattform. Ich hab eine Idee. Warte mal. Lauf, hier hinten bei dem Baum. So. Wow. Was siehst du? Gleich kommen sie. Ah, hier ist schon einer.
Stirb. Oh, ein Bruder. Ganz schön zäh, die Füße. Ich hab leider nichts mehr zum Blocken, zum Angreifen. Ist das eine nackte Frau? Ja. Nein, die muss ich zensieren, weg damit. Nee, muss nicht. Nicht? Ach gut. Nee, ich glaub nicht. Das ist sowieso Quatsch mit der ganzen Zensur, soll ich. Wirklich so. Das sind alle so drüben. Siehst du da drüben das Baumhaus? Nee. Das Baumhaus, diese Tree-Plattform. Ach doch, da, ja genau. Wenn wir die fertig haben, dann können wir von drüben, von unserem Ausguck, sag ich mal, eine Plattform drüber bauen. So eine Plattform. Wie nennt man das? Ja, so eine Brücke eben. Ja, genau. Cool. Ja, lass das mal machen. Ich meine, Bäume haben ja genug. Hm. Wo hast du eigentlich das Getränkedings außen hingebaut? Das ist ein Missverständnis. Stirb, Zombie. Ja. Den hier. Noch kurz reingehen. Warum sind die so schnell? Ah. Au. Das sieht aus wie so aus dem Horrorfilm. Ja, das ist wirklich so. Wir hatten ja zuletzt mal Silent Hill angeguckt. Echt ein schöner Film. Der Film ist echt nicht schön. Weil die Story nicht so ganz am Ende checkt. Aber wir wollen natürlich nicht spoilern. Hm. Hast bestimmt auch gesehen, oder? Hab ich gesehen. Ja, wir haben fast jede Woche mal einen Horrorfilm zusammen geguckt. Krass. Über Netflix? Nee, über illegale, nicht genannt werden, das Seiten. Kann man natürlich auch machen. Hm, kann man, sollte man auch nicht. Guck mal, ich kann da so drüber gucken. Hast du da hochgebackt? Hey, ich habe einen Vogel auf der Hand, nein! Du Monster! Ich glaube, die machen das Ding hier kaputt, ne? Aua. Ich hab genug zum Reparieren, das passt schon. Man kann sie doch schon noch sehr gut hin und her backen. Mhm. Cool. Naja, jetzt ist ja die Gefahr weg. Können wir wieder Bäume fällen. Da fällt erstmal wieder Bäume, ne? Moment, ich lege in der Zwischenzeit ein bisschen Essen auf den Grill. Achso. Buggy Vögel. Sonst keine Buggy Vögel mehr, naja. Ja, Bäume fällen ja schon immer was Besonderes, ne? Na, es ist so ein bisschen das Schönste am Tag, ne? Da gehört halt dazu, ne? Was war das denn? Hast du gerade einen Baum gefällt? Ja, ne? Ja. Der Sound war irgendwie voll komisch. Also. Man kann aber nur zwei was auf dem Grill, oder? Was? Ach nein, man kann auch mehrere Sachen auf dem Grill. Hat also, ja, klar. Ich nehme die ganze Zeit Steine auf, auch diese kleinen Steine. Ich glaube, damit haben sie versucht, die Physik ein bisschen rauszufinden bei dem Spiel. Mit den Steinen? Hm, weil du kannst Steine schießen und auch Tennisbälle und sowas. Ja, stimmt, kann sein, aber so einen richtigen Nutzen haben die jetzt nicht mehr. Nee, deshalb ist es halt komisch. Denke ich mal, dass sie da versucht haben, verschiedene... Ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Variablen und Größen zu genau. Probieren. Oder Vektoren. Oh. Warmfeld. Auf mich? Nee. Nee, Ich hab's gesehen. Was ist jetzt passiert? So. Kann man jetzt schon. Ja, guck mal, kannst du mit dem Seil hoch?
Aber ich probiere jetzt erstmal von drüben hier eine Brücke rüber zu bauen. Oh. Oh, siehst du? Perfektes Timing. Na, passt doch. Gut, dann zum Ende dieser wundervollen Folge mit diesem wundervollen Ausblick beenden wir das Ganze. Genau, und hier kommt der wundervolle Mitspieler heran. Kannst auch hochkommen. Ja, ich probiere es ganz schnell. Pass auf. Kann ich das vielleicht noch schnell ranbauen? Nein, ja, ja. Ja, Felix, guck das an. Was, oh. Was, was? Die Brücke. Okay, okay. Die ist ein bisschen. Nein. Ah, oh, nee, gut. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen höher bauen, diese Plattform. Gut. Oh, schön. Na dann. Okay, gut. Dann war's das mit der Folge. Jo. Bis zum nächsten. Haut rein.